Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle. Ab ins Auto. Los, los! Festhalten! Oh. Dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, Herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey! Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Hallo Schottland. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört.
Sully. Ja. Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja. Also. Bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Das Grab von Henry Avery. Ein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Sehr weitläufig das Gebiet. Ich kenne Geschichten. Sehr herzlich willkommen, Deception 17, und vielen Dank fürs Followen. Ich hoffe, du bereust es nicht. So. Ist das tief? Ja, da wollen wir auch nicht einen anderen Weg nach unten. Wirklich runterspringen. Alter, die zerbomben die ganze Kathedrale da hinten. Wir müssen weiter darüber. Sehr schön. Vor allem die Rutschspur bleibt auch da, finde ich auch sehr schön. Aber wir waren anscheinend nicht die Ersten hier. Das sollte halten. Oh, gute Idee. So, dann lassen wir uns mal herab. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Ah, super. Zwei weg, noch einer übrig. Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Das ist aber eine schöne Begrüßung hier. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Und wir hoffen, dass nicht so viele hier rumschnüffeln. Habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Wollen wir uns erstmal eine Übersicht verschaffen. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorlein-Ausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Momentan ist ja nicht viel zu sehen. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Puh, da oben ist auf jeden Fall schon wieder ein sehr auffälliger Ast. Also werden wir wahrscheinlich irgendwie hier hoch müssen. Keine Chance.
Da werden wir so nicht hochkommen. Lass mich raten. Granaten? Na, wollen wir wetten? Yep. Oh, Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? R1 halten. Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hm, hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Ach, die bomben doch selber rum. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Ja, dann suchen wir mal. Was würde sich denn hier anbieten? Jemand, was ich vielleicht von oben andere Seite runterschubsen kann. Ah, da ist der Karren. Ja, ja, ich verstehe schon. Einmal hier mit Dynamit. Und dann rollen wir es mal dahin. Es lenkt sich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Was ein Glück, dass es genau so landet, wie wir es brauchen. Shoreline, verstecken. Okay, 1, 2, da oben wird der nächste, 3 Leute. Waffen entsichert lassen. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Egal, der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Okay, ich würde ja gerne versuchen, sie erstmal lautlos auszuschalten. Wo steckst du? Moment. Scheiße, was war das? Sie sind genau hier! Scheiße, die haben uns entdeckt! Alter, ah! Scheiße, von 2 Seiten. Von 2 Seiten war eine Seite zu viel. Fuck it. Sind die bösen Buben. Okay, die laufen ja alle ziemlich... Momentan erkenne ich auch kein Muster, muss ich sagen. Die laufen für mich gerade... Geschaltet.